YouTube. Wir sind back im Business. Wir geben uns heute mal wieder ein sehr geiles Horrorspiel. Es soll extrem gut sein. Episode Nummer 3, Carson House, haben wir schon gespielt. Und da dachte ich mir, jetzt wird Zeit für Episode Nummer 2. Wir spielen es rückwärts, denn diese Episoden sind unabhängig voneinander. Ist egal, ob ihr euch Episode 3 angeguckt habt oder Episode 2 oder Episode 1. Die sind alle komplett einzelne Geschichten. Man muss also nicht die anderen kennen, um die Episode zu verstehen. War sehr kompliziert erklärt, aber ich glaube, man weiß irgendwie so halbwegs, was ich meine. Wenn ihr mich unterstützen wollt, bewerten, kommentieren. Link zu meinem Twitch-Kanal natürlich in der Videobeschreibung. Ihr seid herzlich eingeladen. So, wir machen jetzt das Norwood Hitchhike. Let's go. Ist Norwood nicht die Bezeichnung, wie weit die Glatze bei einem Mann ausgeprägt ist? Nennt man das nicht auch Norwood? Norwood 2? Norwood 3 und so weiter? Ich glaube ja. Episode 2. Norwood Hitchhike. 16. Juni. Meine Glatze ist sehr weit ausgeprägt. Die Tonsur sieht übel aus. Das ist mir passiert, als ich 19 war. Oh mein Gott, der Junge hat mit 19 schon seine Haare verloren. Das ist halt bitter, ne? Ich bin jetzt etwas älter als 21. Ich kann mich an das noch sehr klar erinnern, weil ich mich so gefürchtet hatte. Zuerst traute ich mich nicht, diese Geschichte im Internet zu erzählen. Ey, Haarausfall ist auch echt übel. Aber vielleicht hilft es, sie zu teilen, auch wenn nur ein wenig. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was der Mann erlebt hat. Ich bin einer dieser Typen, die Game Conventions liebt. Wenn ich die Möglichkeit habe, gehe ich zu jedem Event. Manchmal traf ich sogar ein paar meiner Online-Freunde. Meine Eltern waren nicht sonderlich begeistert von der Idee, dass ich auf einer Autobahn fahre, aber ein Flugzeugticket wäre zu teuer gewesen. Okay. Conventions sind gefährlich, liebe Kinder. Passt bitte auf. Das Event, an dem ich teilgenommen hatte, lief großartig. Und nun war der Tag gekommen, um nach Hause zu fahren. Als ich losgefahren bin, bemerkte ich jedoch, dass der Verkehr schrecklich war. Ich entschied mich, den längeren Weg zu nehmen, um den Verkehr zu umfahren. Die Fahrt dauerte etwas über 12 Stunden. Holy moly! 12 Stunden für eine Games Convention? I'm out. Oh, wir können sogar selber fahren. Das ist ja cool. Und da cruisen wir durch die Gegend. Nicht anhalten. Ah, es gibt wieder Nachrichten. Was ist denn hier alles? Das Auto fährt von alleine. Weißt du, es ist nicht klug, am Handy zu sein, ne? Und Nachrichten zu lesen, während das Auto halt weiterfährt. So, ja, ach, war ein Hirsch. Fahr vorsichtig, Holly, vergiss nicht, mich anzurufen. Alles klar, Papa. Aiden Williams. Noch etwas? Ich fahre jetzt. Fahr vorsichtig, Holly. Aiden. Was steht hier denn so alles? So, Mamas Radio aus. In der Nacht fahren ist wirklich schlimm für mich. Wow, 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 Gegenverkehr! Und die guckt aufs Handy, ich kann nicht mal lesen. In der Nacht fahren ist richtig unangenehm. Mögt ihr es in der Nacht Auto zu fahren oder sagt ihr, nee, es ist voll uncool, ich hasse es, nachts Auto zu fahren und dabei SMS zu lesen? Mein Vater, wo bist du? Könnte mein Vater gewesen sein, der hat auch immer gefragt. Egal wie alt ich bin, mein Vater hat immer nachgefragt, wo bist du? Pass auf dich auf, Sohn. Für mich bist du immer noch 6 Jahre alt. Ich stecke im Sch... Wow, boy, Ich geb's zu, ich war ein schlechter Fahrer, ja. Ich bemerkte, dass mein Tank fast leer war, als ich die Hälfte der Strecke gefahren hatte. Oh nein. Oh nein. Ich muss tanken. Aber ich muss auch Nachrichten lesen. Noch etwa 6 Stunden von der Stadt entfernt. Ich stecke im Stau und überfahre die ganze Zeit. Und überfahre die ganze Zeit Eichhörnchen. Leertaste zum Aussteigen. Ich steige hier bestimmt nicht aus. Ach komm schon, Dad.
Ja, ich hätte den Flug nehmen sollen. Holly, es wird spät, wenn du zurück bist. Hoffentlich geht's dir gut. Naja, wenn du mich nicht dauernd ablenken würdest und ich nicht dauernd Schulkinder, Rentiere und Streifenhörnchen überfahren würde, vielleicht ja. Oh Gott sei Dank, ist das eine Tankstelle? Na also, alles wird gut, mein Sohn. Direkt mal an Papa schreiben, wenn wir stehen. So, stopp. Kann man machen, oder? So, jetzt kann ich das mal alles lesen. Also. Aiden Williams, oder? Spricht man den Namen so aus? Discord. Wir haben die als O. Mal sehen, ob ich das Auto bekomme. Ich sag dir Bescheid. Werd endlich mit Milo spazieren gehen. Lülz. Okay, Lülz. Okay, der Plan steht. Auf jeden. Warte. Du bekommst das Auto? Yip. Big Girl. Bist du sicher? Dass Ash nicht kommen kann? Ich werde das Skateboard mitnehmen. Hab dort einen coolen Skaterpark in der Nähe. Klingt lustig. Discord, wo bist du? Fast da. Ich sehe dich nicht. Pfirsich? Shirt? Es macht Spaß. Ich hatte eine gute Zeit. Danke für deine Teilnahme. Smiley! Nochmal. Du bist dir sicher, dass du den ganzen Weg zurückfährst? Ich hab doch jetzt eh keine Wahl, oder? Hätte morgen früh fahren können. Okay, ruf mich an, wenn du in deiner Höhle zurück bist. Okay, Papa. Nicht sicher, ob es dieses Leben sein wird. Was meinst du? Stecken geblieben im großen Stau des ganzen, im größten Stau des ganzen Landes. Mies. Hier ist es auch nicht so gut. Ich glaube, es sind die Leute von der Convention. Es reicht. Ich nehme eine andere Strecke. Du musst tun, was du tun musst. Lülz. Okay, authentisch vorgelesen. Wie es eben sein muss. Kann ich hier tanken? Norwood Gas Station. Die gute alte Gasstation. Mein Kühlergrill ist voll mit toten Tieren. Wie läuft ihre Nacht? Fragt man das fremde Menschen einfach so? Die so aussehen? Er schaut mich einfach an. Wo müssen sie hin? Er schaut mich einfach weiter an. Okay, mir geht nicht. Ganz schön unhöflich. Also wenn mich jemand fragen würde, ey, wie läuft denn deine Nacht, dann würde ich schon zumindest antworten. Gnädige Dame. Hi, kann ich für 10 Säule 2 haben? Okay. Gehen Sie allein zur Brücke? Die Brücke? Sie wissen schon. Norwood Valley Road, meine ich. Nicht viele Leute machen sich zu dieser Zeit des Jahres auf den Weg dorthin. Seien Sie vorsichtig. Was meinen Sie? Seit einem Jahrzehnt sind hier draußen viele Leute verschwunden. Und Leute, die die Vermissten gesucht haben, sind nie wieder heimgekehrt. Die Ortsansässigen sagen, dass das Norwood Valley Monster sie in Stücke gerissen und anschließend in die Bäume gehangen hat. Okay, cool. Cool. Klingt nach Spaß. Ich habe voll Bock, dahin zu gehen. Ich nehme noch eine Packung Hundefutter mit als Snack, wenn das cool ist für dich. Junge Dame, hör auf damit! Wie lange kann ich ihn triggern, bis er durchdreht? Hier, bitte! Ich werde die Polizei rufen! Ruf doch die Polizei, hier! Junge Dame, hör auf! Okay. Dann würde ich mal sagen, schmeißen wir den hier noch ab? Dem ist das völlig egal, was für ein Psycho, Alter. Hey, noch eine Sache. Wenn Sie eine Frau in einem weißen oder blauen Kleid sehen, die eine Mitfahrgelegenheit sucht, halten Sie nicht an. Fahren Sie einfach weiter, am besten über sie drüber. Okay, warum?
Manche sagen, dass sie bei einem Autounfall in der Nacht ihres Abschlussballs gestorben ist. Andere sagen, sie wollte Rache nehmen, nachdem sie dort vergewaltigt und getötet wurde. Wie dem auch sei, sie will Blut sehen. Was auch immer sie tun, nehmen sie niemals, niemals unter keinen Umständen einen Tramper mit. Diese Leute auf den Straßen, die ihre Daumen ausstrecken, sind nicht das, wonach sie aussehen, gnädige Dame. Die sind nicht so. Wow. Okay, der Typ war super unheimlich. Alter, der hat mich ganz schön emotional, Holly? Mama! Ich weiß nicht, ob du so spät einen Laden findest, aber wir haben kein Hundefutter mehr. Kannst du etwas für Milo holen? Ich zahle es ja auch zurück. Ich hatte doch eben Hundefutter. Ich hatte doch eben gerade das gute Brecki. Hier, das gute Pat-Pat. Eine Packung Pat-Pat, bitte. Sie haben Säule 2. Kann ich einfach mit dem Hundefutter rausspazieren? Juckt das niemanden? Dafür müssen sie bezahlen, gnädige Frau. Anscheinend, ja. Ach, ich brauche vielleicht so einen Korb. Vielleicht muss ich so einen Korb packen. Ja, kann sie keinen nehmen. Tja, dann Pech. Dann gibt's eben kein Pat-Pat für den Hund. So. Säule 2. Wo ist denn das Säule 3? Das ist Säule 1. Jetzt muss ich nochmal rückwärts dahin fahren, oder wie? Dann kann ich für 10 Dollar Sprit reindudeln. Moment, ich will nicht aussteigen. Ich will rückwärts. Wie starte ich denn den Motor hier? Ah, okay. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Noch ein kleines Stück. Fertig. Wo ist mein Tank? Ist der Tank auf der Seite? What? Ich habe keine Ahnung, wo mein Tankdeckel ist. Ich habe den Tank aufgefüllt und bin wieder losgefahren. Okay, ich habe zwar keinen Tankdeckel, aber yo. Oh, jetzt muss ich doch noch Hundefutter holen. Weil meine Mutter es mir aufgedrückt hat. Also holen wir Hundefutter. So, hier einmal Premium Pat-Pat. Eine Packung Pat-Pat, bitte. Es macht dann 5 Dollar, junge Dame. Ja. Ist ein netter junger Mann. Entschuldigung, sind Sie vielleicht Single? Ja. Okay. Tja, würde ich machen, Freunde. Würde ich machen. In den Kofferraum neben der Leiche. Alles klar. Hundefutter muss natürlich in den Kofferraum direkt neben der Leiche. So, bitte sehr. Kann ich das da reinwerfen? Bams. Alright. On the road again. Ich habe irgendwie Angst, dass jemand hinten drin sitzt. Irgendjemand hat sich hinten reingeschmuggelt. Wenn du auf der Straße bist, realisierst du eine Sache. Monster existieren wirklich. Und ich werde sie überfahren. Und jeder andere von denen schaut aus wie du und ich. Meine Mutter hat mir wieder geschrieben. Meine Eltern sind sehr fürsorglich. Oh, was ist jetzt los? Yo! Och nee, jetzt sag nicht, dass meine Scheinwerfer hier irgendwie noch rumspinnen. Einfach weiterfahren, Mädchen. Einfach weiterfahren. Vertrau mir. Was ist das da vorne? Ein Auto.
Okay, ein Auto, das mit Blut verschmiert ist, oder sieht so merkwürdig aus. Und ich habe schon wieder kein Licht. Tja, vielleicht sollte ich eine Werkstatt aufsuchen, ha? Hey, 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 ich brauche Licht. Ich fahre hier gerade blind durch die Gegend, Landstraße auch noch. Top gefährlich. Sollen wir mal nach dem Licht gucken? Wow, wow. Also die kleine Göre hat Eier. Die hat Balls. Die hat super, mega krass dicke Balls. Dass die hier so eiskalt weiterfährt, ne? Was hat mir denn meine Mutter geschrieben? Es ist nicht abgelaufen, oder? Nein, Pat-Pat kann nicht ablaufen. Das Abläufen. Das ist für die Ewigkeit. Das ist Astronautenhundefutter aus Russland. Als sie noch Hunde in den Weltall gebämst haben. Pat-Pat ist für die Ewigkeit. Das ist wie ein Twinkie. Schlafsack! Dankeschön, dass du hier an Bord bist. Okay, das ist die Brücke, vor der mich der nette Mann in der Tanke gewarnt hat. Ja, war doch gar nicht mal so schlimm, oder? War jetzt eigentlich ganz chillig mit der Brücke. Ha! Radio sagt nein. Ey, wenn du bei uns für 10 Dollar tanken würdest, was ja umgerechnet, sagen wir mal, so 8,50 Euro sind, würdest du einen Scheißdreck an Benzin bekommen. Der würde dir einmal in den Tank spucken und sagt, so, es macht 8,50 bitte. In Amerika kannst du halt noch richtig schön tanken für 10 Dollar, ne? Oh. Braucht da jemand Hilfe? Sollen wir mal anhalten? Sollen wir mal gucken gehen? Ich meine, ich bin ja so ein Geisteskranker. Ich guck. Ich glaube, da braucht jemand Hilfe. Ich habe aber keine Taschenlampe, nichts. Entschuldigung, hallo. Ich habe einen Erste-Hilfe-Kasten und Pat-Pat im Kofferraum. Das ist schon echt unheimlich, ne? Okay, das Auto ist komplett ausgeschlachtet. Ich würde mich einkacken. Ich würde nicht rausgehen. Ich würde es einfach nicht machen. Warum auch? Ja, was tust du da? Der Chat ist schon total aufgelöst. Du hast das Pat-Pat allein gelassen. Ist noch da, Chat. Ist noch da. Alles gut. Hundefutter ist da. Vielleicht mal unter die Motorhaube hätte ich gucken sollen. Bei mir. Alles in Ordnung ist. Was ist das für ein Geräusch? Hört ihr das? Hat da jemand geatmet? Okay. Was steht da? Ich habe keine Ahnung. Ich fahre weiter. Ich fahre einfach weiter. Diese Nacht war irgendwie sehr komisch. Die Straße wurde von zwei großen Baumstämmen blockiert. Oh nein, das ist eine Mad Max Straßensperre. Ich dachte, ich könne die Baumstämme umfahren, aber sie bewegten sich nicht. Aussteigen. Okay, hinten sitzt schon mal niemand drauf. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich mir nichts dabei gedacht. Was? Alter, die hat aber auch echt Power, ne? Ich setze meine Hundefutterkräfte ein und schiebe einfach den Baumstamm weg. Ja, komm. So. Was macht der? Ey! Was sind das für Psy-Kräfte? Ja, komm, schieb ihn rüber und dann lass ihn los.
So, ist noch hier. Okay, das hat irgendjemand doch so gemacht. Das ist doch kein Zufall. So, sind die entfernt? Wow, was ist... Was ist denn los mit diesen Baumstämmen? Hab ich irgendwelche krassen Telekinese-Kräfte oder sowas? Guck mal, ich kann ich hier... Das Ding verschiebt sich von allein. Ich klicke das an. So, fertig. Ey, was zum Geier ist das? Guckt euch das an. Verschiebt sich immer wieder. Er ist doch jetzt perfekt rübergezogen. Ich muss die Baumstämme entfernen, aber... what? Ja, der hier geht nicht mehr. Vielleicht muss ich ihn so rum entfernen. Okay, anscheinend so rum. Das war echt übernatürlich. Das war absolut übernatürlich. Och nö jetzt, oder? Das Auto wollte nicht mehr starten. Ach komm schon, Auto. Komm schon. Oh. Okay, sie... Und so bin ich mitten im Nirgendwo gelandet, ohne Netz für mein Handy. Klassiker. In Deutschland quasi überall. Ich sage nicht, dass ich glaube, was für eine Kacke der... Ich würde lügen, wenn ich sage, dass ich mich wohlgefühlt habe. Ich will nicht, dass sich das anhört wie ein Horror, wie eine Horrorgeschichte, aber... In meinem ganzen Leben wurde mir gesagt, nicht bei fremden Leuten mitzufahren. Ja. Kommt jetzt jemand Fremdes. Aber zu diesem Zeitpunkt hätte ich keine Wahl. Es hat mir Angst gemacht, darüber nachzudenken, wie lange jemand brauchen würde, um vorbeizukommen. Es ist so ein typisches Klischee, ne? 22.23 Uhr. Kommt jetzt jemand vorbei? Eine junge Dame hier in Nöten. Ich habe ein Auto näher kommen sehen. Würdet ihr einsteigen? Jetzt in so einer Situation. Jetzt mal... Hey! Arschloch. Pures Böse. Ich konnte nicht verstehen, wie jemand einen anderen Menschen so gestrandet lassen kann. Also würdet ihr einsteigen? Würdet ihr sagen, ey, in der Situation, ich springe ins Auto. ...22.43 Uhr. Irgendwie wird es immer dunkler, ne? Anscheinend wird die Batterie schwach. Hallo, anhalten bitte! Hey, 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 stopp, 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 stopp! Hey! Hey! Ach du... Du elender Sack! Oh. Oh. Was ist das für Geräusche? Ich höre irgendwie Stimmen. Okay. Schon irgendwie unheimlich. Du bist das Mädchen von der Tankstelle. Ja, hi. Was willst du hier draußen tun? Ich glaube, dass mein Wagen gerade den Geist aufgegeben hat. Ich kann keine Hilfe rufen. Hier ist kein Empfang. Kann ich mitfahren? Wohin fährst du? Nur der nächste Stopp, wo ich Hilfe rufen kann.
Steig ein. Oh, wow, hab vielen Dank. Könntest du warten, bis ich mein Zeug geholt habe? Beeil dich. Schmeiß es einfach nach hinten. Ich werde nicht lange hier sein. Wow. Der ist ja noch schlimmer als der in der Tankstelle. Das ist ja, ey. Was für ein Typ, ne? Ey, nimm das gute Putt-Putt mit. Putt-Putt ist super wichtig. Vergiss das Putt. Ich hatte nur zwei Hände, aber ohne Hundefutter? Ich weiß nicht. Das kommt mir irgendwie zu riskant vor. Ein Skateboard. Ein Koffer. Cappy? Was will ich mit einem Cappy? Skateboard und Hundefutter ist, glaube ich, die Kombi, die wir brauchen. Warte. So. Oder was meint ihr? Skateboard und Hundefutter. Warte, kann ich alles mitnehmen? Ich hole noch mehr. Ich hole einfach alles. Alles gut. Der wird schon bleiben. So, noch ein Koffer. Was habe ich denn hier noch? Lag nicht irgendwas noch neben meinem Fahrersitz? Da war doch auch noch irgendwas, oder? Mephisto, dankeschön für den geilen Sub. Warte, noch einmal gehen. Nicht losfahren. Noch einmal, ich bin gleich fertig. So. Okay, und rein damit. Alles schön drauf. Vielleicht noch zumachen? Nee, okay. Beeil dich. Ich muss jetzt weiter. Kannst du mir helfen, mein Zeug zu holen? Es ist nicht sicher rauszugehen. Gut, ich bin bereit. Na endlich. Spring rein. Beeil dich. Ob der Mann böse ist? Ich meine, der scheint ja selber Angst zu haben, ne? Der will ja selber nicht rausgehen. Oh, mein Handy ist tot. No Service steht da oben. Also, meine Mutter oder mein Vater geht nicht. Du willst mir also nicht sagen, wer du bist, oder? Wo du hin möchtest. Ich wohne nicht weit weg von hier. Ich bin nach Hause gefahren. Aha. Und das Stück Schrott ist bei mir kaputt gegangen. Jason. Was? Ich heiße Jason. Ich bin Holly. Okay, auch noch ein Jason. Es wird spannend, Freunde. Es wird spannend. Du hast wirklich Glück, dass ich heute Nacht in dieser Seite der Stadt sein musste. Ich muss schon sagen, du bist eine mutige junge Frau. Was soll das heißen? Hast du irgendeine Ahnung, was mit deinem Auto da hinten passiert ist? Alt? Fragezeichen? Das ist es? Ja, ich denke schon. Okay. Mein Auto ist halt alt. Alt und kaputt. Und dass meine Eltern mich damit überhaupt rumfahren lassen, ist eigentlich schon wieder ein Verbrechen. Also, was denkst du über das, was er dir damals an der Tankstelle gesagt hat? Er hat mir wirklich Angst gemacht. Interessant. Der Idiot erzählt das jedem, der hierher reist. Okay.
Mann, sind wir langsam. Ist das Schrittgeschwindigkeit? Also ist das wahr? Was? Das Monster? Ich selbst habe es nie gesehen, aber da sind ein paar Dinge. Und ich befürchte, das Kaputtgehen deines Autos könnte eins von ihnen sein. Hey, hör zu. Ich möchte nicht wie dieser Idiot klingen, aber merk dir das. Wenn du sie nicht störst, wirst du auch nicht gestört, okay? Wow. Wen nicht stören? Geister oder... Was genau meint der Mann jetzt? Es tut mir leid, dass ich mich vorhin wie ein Trottel dir gegenüber verhalten habe. Ich hab's nicht so gemeint. Ich hab's nämlich so nicht so mit Menschen, okay? Ja, schon cool. Ist in Ordnung. Ich find Menschen auch merkwürdig. Muss dich jetzt nicht erklären, Alter. Fahr mich einfach zum nächsten Telefon. Uhr 8. Nachdem wir kurz gesprochen hatten, ließ er mich bei einem Motel aussteigen. Anscheinend haben sie Pannenhilfe angeboten. Aber ich dachte mir, dass ich auch gleich eine Pause vertragen könnte. Sei vorsichtig, dort draußen sind alle Art von Menschen, sagte er in einem ernsthaften Ton, bevor er ging. Okay, danke fürs Mitnehmen. Du warst zwar mega scheiße unheimlich, aber auch irgendwie okay, glaube ich. So halbwegs zumindest. Ey, Moment mal, wo ist mein Putt-Putt? Ach, alles gut. Puh, ich hab schon gedacht, ne? Das wäre jetzt echter Horror gewesen. Also da hätte ich mich richtig eingeschissen. Oh, guck mal, eine Cola. Schokolade. Soda. Alter. Ein Fleischsnack. So, was brauche ich jetzt? Ich brauche jetzt irgendwas Fleischiges im Mund irgendwie. Ich habe voll Bock auf so ein fleischiges Ding in meinem Mund. Boah, geil. Direkt aus der Pelle gesaugt. Das brauchte ich jetzt unbedingt. Hallo. Der Mann hat die gruseligsten Vibes vor... Was? Der Mann hat die gruseligsten Vibes vorstellbar verbreitet. Mädel, brauchst du ein Zimmer für die Nacht? Ja, ich werde nur für ein paar Stunden hier sein. Wie viel kostet ein Zimmer? $40 für ein Einzelzimmer. Nur Bargeld. Raum Nummer 9, direkt hier drüben. Rede über das Auto. 90, Tommy wird sich im Laufe des nächsten Morgens darum kümmern. Okay, er will $90, damit Tommy mal übers Auto rutscht. Gut. Ich werde Tommy Bescheid geben. Und noch eine letzte Sache, hä? Versuch die anderen Gäste nicht zu wecken. Sie würden nicht gut darauf reagieren, verstehst du? Okay. Gut. Kann ich mein Zeug mitnehmen? Habt ihr hier sowas wie einen Kofferservice? Page! Lobbyboy. Kein Lobbyboy. Okay, Zimmer Nummer 1, 2, 3, 4 wahrscheinlich. Dann wird das hier die 5 sein. Die 6, die 7. Die 8 und da drüben wahrscheinlich dann die 9, oder? Oh, mein Handy geht wieder. Papa, nicht zugestellt. Vielleicht muss ich heute Nacht in einem Motel übernachten. Nicht zugestellt. Meine Mutter hat geschrieben, Holly? Fragezeichen. Und hier, Bruder, wo bist du? Dein Vater ruft mich an. Moment mal, bin ich jetzt ein Mädel oder bin ich ein Bro? Drinnen war es schön warm. Mach mal die Tür zu. Außer, da war ein Geruch, eine Art Moosgeruch, den man von alten Häusern kennt. Ein bisschen moosig hier drin. Ich habe so einen leichten Moosatem. Okay, gut.
Hey, it's Superman. It's a Superman. A bibidi babidi babidi. Von Max Fleischer. Cool. Das sind echt unheimliche Bilder. Ich habe keine Matratze. Konnte dort nicht schlafen. Ja, ohne Matratze ist auch echt schwierig. Was ist das für ein Motel? Ich meine, so abgerannt sieht es ja gar nicht aus. Kann ich vielleicht irgendwie meine Eltern anrufen? Telefon geht nicht, oder was? Oh, Tabletten. Einfach mal so ein paar random Pillen. Okay, was geht da draußen ab? Das Badezimmer. Oh Gott, oh verfluchte Scheiße, nein! Holy, what? Was machst du hier? Alter. Das sollte ich dich fragen. Hi, ich bin Tommy vom Zimmerservice. Ich bin beim Roadway Hotel, dem schönsten Zwischenstopp in Norwood. Was hast du da drin gemacht? Du weißt schon, Sachen geputzt? Der Typ am Empfang hat mir dieses Zimmer gegeben. Ich muss dich darum bitten, rauszugehen, während ich das Zimmer mache. Okay, ich nehme nur meine Sachen. Hä? Wow. Okay. Wow. Was für ein Ort. Tja, was mache ich jetzt so lange? Rauchen? Vielleicht ist das jetzt der Moment, wo man anfangen sollte zu rauchen. Chat, oder? Keine Ahnung. Das ist jetzt der Moment, wo man einfach rauchen sollte. Vielleicht gehe ich mal zu dem Typen. Yo. Dein Zeug steht draußen, ne? Ja. Ist mir durchaus bewusst. Ich hätte einen Energy Drink brauchen können. Jo, gibt's vielleicht einen hier drüben? Schauen wir mal. Haben wir Energy Drink? Soda? Bubbles? Karottensaft? Orange? Chocolate? Grapefruit? Chocolate? Was war das? Cola? Nachos? Nochmal so ein fleischiger Snack? Eine Limo? Cola? Energy! Na, da ist doch was. Okay, dann hol ich mir mal eine köstliche Cola. Verbrauchen. So, das ballert. Jetzt kann ich auch ein bisschen mehr sprinten. So, leider kann ich immer nur zwei Sachen nehmen. Ich hatte nur zwei Hände. Oh, guck mal, der ist wirklich schneller. Also der Energy Drink hat mich irgendwie beflügelt. Wie im echten Leben. So. Ich habe mit Joe über die ganze Situation gesprochen. Was ist falsch mit diesen Leuten, hä? Gnade! 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 Aber mach dir keine Sorgen hier. Ist es sicher? Ich hole dein Auto. Ah, und das Telefon des Zimmers funktioniert nicht. Wenn du irgendwas brauchst, frag einfach beim Empfang nach, okay? Wir haben versucht, das zu reparieren, aber haben derzeit nicht genug Gäste, dass es sich lohnen würde. Hä? Aber eine gute Nacht wünsche ich dir, okay? Okay. Danke fürs Bett. Okay. Ich würde trotzdem lieber meine Sachen holen. Irgendwie sagt mir mein Gefühl, bitte
Bitte nimm alles mit. Nimm einfach alles mit. Geh auf Nummer sicher. Hab alles dabei, Junge. Mädchen. Whatever. Bruder, Mädchen. Dass sie kein Pfefferspray oder sowas dabei hat. Ich meine, in Amerika, das Pfefferspray ballert ja richtig. Wenn das jemand ins Gesicht jagst, der ist ja wirklich, der kotzt sich ja die Seele aus dem Leib und liegt sterbend am Boden. Das haut dich so aus den Socken raus, dieses Bärenabwehrspray, da machst du gar nichts. Wenn du erstmal so eine schöne Ladung ins Gesicht bekommst, am besten noch irgendwie ein bisschen was in die Schleimhäute und vielleicht hast du auch noch den Mund in dem Moment offen. Da schmilzt du einfach weg. So, mach die mal zu. Also, Telefon ist tot. Perfekt irgendwie das Gepäck platziert. Können wir duschen gehen? Es sieht eigentlich ganz sauber aus, oder? Also, ich habe kein Waschbecken. What? Ah doch, hier drüben. Ich dachte schon. Vergiss nicht, die Seife zu klauen. Das ist immer super wichtig. Das erwarten die nämlich. Wenn du die Seife in einem Hotel nicht klaust, das kommt irgendwie respektlos rüber. Also ich glaube, wenn dann die Leute kommen und sagen, hat es ihm gefallen? Naja, die Seife steht noch da. Anscheinend wohl nicht. Okay. Was ist das für ein Geräusch? Pinkelt da jemand im Bad? Vielleicht solltest du aufstehen, Bro. Kann man das Licht irgendwie ausmachen? Das geht mir nämlich ganz schön auf die Nerven, aber scheint nicht. Oh, what the f... Alter! Nenn es Voraussicht, aber an diesem Ort war etwas sehr abwegig. Ja, eine Menge. Eine Menge ist hier sehr abwegig. Ich wurde das Gefühl nicht los, dass etwas nicht stimmte. Hat da gerade jemand an meiner Tür rumgefummelt? Hallo? Eine heiße Tasse Kaffee. Okay, der Schlepper ist schon mal weg. Eine heiße Tasse Kaffee. Habt ihr Kaffee? Da drüben, in Zimmer Nummer 9 ist es. Okay, plötzlich ist er so ein bisschen Italiener. Der hat die ganze Zeit schon so ein bisschen was Italienisches. So ein bisschen Bibidi-Babidi. Ach Gott, die haben so eine riesen Auswahl. Find da mal jetzt einen Kaffee und noch einen heißer. Milk. Nein, 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 nein. Nee, hier ist kein Kaffee drin. Ich hatte für das zu wenig Geld. Ach kacke, ich hätte mir nicht das Fleisch holen dürfen. Warum habe ich mir nur die heiße Wurst geholt? Warte mal. Okay, ich kann bei offener Tür nicht ins Bett. Kann ich jetzt wieder ins Bett? Nur ein Kaffee hilft mir, um wach zu bleiben. Wo kriege ich denn jetzt einen Kaffee her? Ich bräuchte jetzt sehr dringend einen Kaffee. Haben die hier irgendwo vielleicht gratis Kaffee? Ich meine, einige Hotels bieten ja sowas an. Irgendwo eine Kanne rumstehen oder so. Der Automat gibt ja keinen Kaffee. Habt ihr Kaffee? Ich wünsche eine angenehme Nacht. Ja, aber ich brauche Kaffee. Hat denn niemand hier einen Kaffee? Sind da hinten vielleicht noch Automaten? Ich konnte nicht einfach in irgendeinen Raum gehen. Naja, andere machen es ja bei mir auch. Ah, warte mal, da ist noch ein Automat. Okay, hier gibt's Espresso, Cappuccino, French Vanilla. Da baller ich mir, glaube ich, einen Espresso rein, der ist ein bisschen stärker.
Ah. So. Also die Kleine ist auf jeden Fall schon mal koffeinsüchtig. Energy Drinks, Espresso, alles rein. Oh shit. Oh no. Irgendjemand hat mir was in den Kaffee gerührt. Hallo, ich brauche Hilfe. Okay, du musst irgendwie in dein Zimmer gelangen. Dad! Oh nein, ich kann es nicht lesen. Ist das Zimmer Nummer 9? Ist das mein Zimmer? Das ist Zimmer Nummer 10. Okay, du musst rein. Geh in dein Zimmer und schließ die Tür zu. Du schaffst das, Mädchen. Oh Gott. Oh Gott. Ich bin völlig weggefegt. Hallo? Okay. Irgendjemand hat meinen ganzen Scheiß vors Bett gelegt. Wie lange war ich weg? Wie viele Stunden sind vergangen? Was sagt mein Handy? Ich bin noch total Matsche im Hirn. Oh mein... Alter, no way. Oh, holy shit, was war das denn? Okay, da ist irgendjemand in meinem Wandschrank drin. Okay. Öffne ja nicht diesen Schrank, verdammt. Öffnet nicht diesen Schrank. Kann ich duschen? Alter, irgendjemand bewegt sich da draußen, ich hör's. Irgendjemand klopft. Soll ich die Tür aufmachen? Ich mach die Tür auf. Wer ist da? Joe, vom Empfang hier. Öffne die Tür. Soll ich die Tür öffnen? Ich öffne sie. Yo. Hab ich dir nicht ausdrücklich gesagt, dass du niemanden wecken sollst? Ich habe Beschwerden. Wozu machst du diese ganzen Geräusche? Was auch immer. Sorgen Sie nur dafür, dass es nicht so laut ist. Ist das der Grund, weshalb deine Augen rot sind? Die Kaffeemaschine erwähnen. Was? Willst du mich auf den Arm nehmen oder was? Wir haben hier keine Kaffeemaschine. Klar, sie ist gleich da drüben. Okay. Ich habe genug von euch verrückten Idioten. Ich dachte, wir hätten wenigstens einmal nüchterne Gäste, aber ich schätze, ich bin hier der Verrückte. Folge mir. Oh, ich hasse meinen Job. Okay. Kommst du mit?
Da hinten war eine Kaffeemaschine, verdammt. Der Typ wohnt doch in der Elm Street mit seinem Pulli. Oh Gott, die Kaffeemaschine ist weg. Da ist nur noch ein Eimer. Aber ich habe sie doch genau gesehen. Da hinten läuft einer. Ich glaube, der ist aus meinem Zimmer raus. Geh zurück zum Zimmer. Ich schwöre bei Gott, dass sie genau hier war. Genau hier an diesem Ort, wo jetzt Kacke liegt, war eine Kaffeemaschine. Ich sagte, du sollst gehen. Jetzt. In dein Zimmer. In deinem Zimmer sollten ein paar Medikamente liegen, die dir gut tun werden. Sieh auf dem Tisch bei dem Fernseher nach. Was? Bist du Apotheker? Ein Arzt? Oder wenigstens, keine Ahnung, medizinisches Fachpersonal? Ich nehme doch nicht irgendwelche Pillen, die irgendwo im Hotel rumliegen. Medikamente. Alter, die will die doch nicht fressen, oder? Die ballert die sich rein? Benötigt Wasser. Die ballert sich jetzt wirklich die Pillen rein. Ist die verrückt? Naja. Gegen Drogen helfen eigentlich immer nur noch mehr Drogen. Das ist eigentlich... Wow, mir geht's gut. Mir geht's irgendwie gut. Das hat geholfen. Die wundersamen Wunderpillen von dem wunderlichen Typen haben geholfen. Mir geht's echt gut. Ich könnte noch einen Kaffee vertragen. Alter, Zechi, du bist auch mal wieder hier, nach all den Jahren. Oh Gott, was war das? Ey, der Schrank ist irgendwie leicht offen. Irgendjemand flüstert. Da läuft jemand rum. Wer zum Geier ist das? Wer zum Geier bist du? Wer ist da? Bitte öffne die Tür. Ich brauche Hilfe. Was willst du? Bitte. Ich brauche Hilfe. Bitte öffne die Tür. Gott, soll ich die Tür öffnen? Ich mach sie auf, ich bin dumm. Ich weiß nicht, ich will's wissen. Ich mach die... Nein! Untertitel nicht gefunden. It's a trap. Wieso steht der so? Ich renn raus! Oh, shit! Okay. Okay, wir haben wieder was gelernt. Vertraue niemals jemanden, der keine Untertitel hat. Untertitel nicht gefunden ist immer ein ganz, ganz mieses Zeichen. Oh. Yo. Habe ich dir nicht ausdrücklich gesagt, dass du niemanden wecken sollst? Ja, hast du, bla bla bla. Okay, ich soll ihm die Kaffeemaschine zeigen. Aber er glaubt's mir nicht. Kann ich ihn auch hier hinführen? Mach mal den Schrank bitte auf. Ja, ich will dir einen Schrank zeigen. Okay, den Schrank kann man nicht aufmachen.
hätte ihm voll gern jetzt den Schrank gezeigt. Ich glaube, ich habe irgendwo da hinten jemanden laufen sehen. Vorhin, als ich bei der Kaffeemaschine war. Da! Da läuft jemand! Da läuft doch ein Dude! Der wollte mich wahrscheinlich abschlachten und der hat ihn unterbrochen. Mit seinem Freddy Krueger Pulli. Der Freddy Krueger Gedächtnispulli. Ja, hier war die Kaffeemaschine. Genau hier, Alter. Wo ist sie denn jetzt? Die war genau hier. Was soll ich denn sagen? Wer hat denn bitte auch schön Medikamente im Zimmer? Ich meine, wer hat einfach auch so ein paar... Ja, da liegen halt so Standardtabletten im Zimmer. Nimm dir mal die Standardtabletten aus dem Zimmer neben der Bibel. Kann ich jetzt... Der Schrank ist offen. Der hat sich da rausgeninjert. Kann ich mich auch ohne Tabletten hinlegen? Oder muss ich die Tabletten nehmen? Die muss wirklich die Tabletten nehmen, ne? Und die fegt die sich einfach ohne nachzudenken, ohne was zu hinterfragen, denkt sich, oh geil, Tabletten. Das ist richtig creepy. Irgendein Pharmakonzern sponsert wahrscheinlich das Hotel. Okay. Dann hauen wir uns mal hin. Und nüchtern aus. Was war das? Was war das denn eben? Irgendjemand flüstert. Hat doch jemand geklopft, oder? Ich versteck mich.
Alter, wann geht der weg? Ich will nur mit dir reden. Ich schwöre, dass ich kein Polizist bin. Hübsche Lady. What the fuck läuft hier? What the fuck läuft hier? Was ist hier los? Bis heute finde ich es komisch, dass der Manager die Polizei nicht verständigen wollte, weil dies dem Ruf des Motels schaden würde. Ich glaube, dass die Stadt zu einem Kult oder Drogenring oder sogar zu etwas noch Schlimmerem gehört. Nach einer gefühlten Ewigkeit ist Tommy mit seinem Auto angekommen. Ich bin dann nie wieder auf lange Autofahrten gegangen. Ich bin danach nur noch mit dem Flugzeug geflogen. What the fuck? Der hat ihn einfach auf die Fresse geschlagen? Ach, wieder einer von diesen Sektenheißbutz. Krank irgendwie. Ich weiß nicht, ich mag die Spiele. Die haben so eine coole Art. Die haben irgendwie was Catchiges. Ich muss sagen, Episode 3 ist definitiv besser. Definitiv besser, ist definitiv das stärkere Spiel. Aber ich mag auch das. Ich mag die von der Art irgendwie ganz gerne. Wir haben alle sowas Charismatisches. Und sie sind ziemlich erfolgreich, ne? Ja, das war's mit Norwood Hitchhike. Ich finde es eigentlich auch ganz gut, dass es nicht so überspitzte Geschichten sind, die nicht passieren könnten, sondern eher was Realistisches ist. Ich meine, stellt euch doch mal vor, ihr seid ein junges Mädel in einer fremden Gegend, egal wo, ob es jetzt irgendwo in Amerika ist oder in Deutschland oder sonst irgendwo, oder ein junger Mensch allgemein, oder ein Mensch, ja, auch ich hätte Angst, und euer Auto geht kaputt, ihr müsst bei irgendeinem Typen ins Auto steigen, ihr habt keine Ahnung, wo der mit euch hinfährt, ihr wisst nicht, was das für ein Mensch ist, ihr landet bei so einem alten Motel. Der Manager ist auch irgendwie so ein komischer Kauz und dann plötzlich bricht jemand in euer Zimmer ein. Ja, ich meine, das ist halt einfach eine Geschichte, die könnte wirklich so passieren. Sie könnte wirklich so passieren. Creepy. Einfach creepy. Und ich finde es ganz gut, dass die Spiele so ein bisschen down to earth sind, was die Story angeht, dass es nichts Übernatürliches ist, sondern eher sowas, ja, könnte jemandem schon passiert sein unter Umständen. Gut, das war's mit dem Spiel. Wenn ihr mal live dabei sein wollt, dann gerne auf Twitch vorbeikommen, ihr YouTube-Menschen. Ansonsten bewerten, kommentieren und ganz viele Bussis dalassen. Auf Wiedersehen. Tschüss.